Schönen guten Morgen und noch einmal herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung und für diejenigen, die heute erstmals da sind, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie für Berliner Verhältnisse doch relativ früh da sind. Meine Kollegin aus USA sagte, wieso fängt ihr nicht um 9 an? Und ich weiß, mit wie vielen Leuten wir dann hier beginnen würden. Und gerade bei dem Wetter auch. Also es ist schön. Und uns erwartet auch ein spannender zweiter Veranstaltungstag. Diejenigen, die gestern hier waren, haben es erlebt. Es ist immer sehr schwierig zusammenzufassen, fast unmöglich. Nichtsdestotrotz konnte man gestern über die Vielfalt der Zugänge zu dem Thema, der Titel des Kongresses ist ja, wie schaffen wir Integration? Und nicht unumstritten, das muss man sagen, es fing ja schon bei den Portraits an, mit welcher Haltung vor allem junge Leute diesem Begriff, diesem Konzept auch stehen und mit gültigen, mit berechtigten Kritik und auch Gegenkonzepte und gleichzeitig wissen wir ganz genau, wie viel einfach auch von Integration abhängt, wie Leute, wie Menschen in dieses Land ankommen, wie sie den Weg in die Gesellschaft finden und welche Zugänge, welche Teilhabemöglichkeiten ihnen geschaffen werden müssen. Also es gibt viel zu bearbeiten. Nicht nur geht es um den Begriff, sondern vor allem auch um die Wege der Teilhabe. Also uns geht es um die Wege letztlich. Und die Wege sind vielfältig. Die sind in den meisten Fällen eher zufällig, als dass sie strukturiert sind. Und wie schaffen wir mit all den sozialen, politischen, kulturellen Ressourcen, die diese Gesellschaft hat, genau diese Wege einfach auch in irgendeiner Form zugänglich zu machen und für Menschen auch erreichbar zu sein. Heute fangen wir literarisch an. Wir haben künstlerisch beendet. Heute fangen wir künstlerisch-literarisch an mit einem dialogischen Lesen von zwei fantastischen Autorinnen. Ich werde sie kurz nacheinander vorstellen. Im Anschluss an das literarische Lesen haben wir Workshops, in denen die Themen runtergebrochen werden in Bildung, Arbeit, politische Teilhabe, historische Zugänge zur Einwanderungsgesellschaft. Es gibt verschiedene Facetten, wie wir das Thema auch angehen, bearbeiten können. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der politischen Bildung Inland haben verschiedene Workshops vorbereitet, zu denen sie sich angemeldet haben. Da werden wir viel tiefer in bestimmten Themen und Inhalte gehen und sie dann auch diskutieren. Am Nachmittag, nach dem Mittagessen, gibt es nochmal eine künstlerische Intervention mit Asyldialoge. Vielleicht einige kennen die Asylmonologe, die für lange Zeit existiert haben und auch eine spezielle Form der Stimmenverleihung von Geflüchteten gegeben haben. Und die Fortentwicklung der Asylmonologe sind die Asyldialoge. Damit fangen wir nach dem Mittagessen an und dann haben wir nochmal ein erweitertes Panel, wie schaffen wir Integration mit dem Titel. Also wir haben nochmal den Titel des Kongresses aufgegriffen und dann schauen wir in die empirische Befund, was kostet uns tatsächlich die Aufnahme von Geflüchteten, was sind die Visionen für die nächsten 20, 30 Jahre. Das sind immer natürlich Studien und Prognosen, empirische Studien, aber auch ein bisschen nochmal nach vorne blicken und dann schauen, worüber reden wir eigentlich? Geht es tatsächlich ums Geld oder geht es um eine mentale Grenzen auch, die wir überwinden können und müssen, und zwar auf den verschiedenen Ebenen. Das ist so ein bisschen der Ausblick nach vorne und am Ende des Tages ist nochmal die Tour, die gestern auch stattgefunden hat, nach Neukölln. Shifting Perspectives heißt es, so 1:1 Begegnung mit Menschen, die in Neukölln leben, unter anderem auch Geflüchtete. Gestern gab es ein paar Rückmeldungen
die auch ziemlich gut angekommen sind. Und heute geht es wieder weiter. Und damit schließen wir unsere Konferenz ab. Aber das ist längst nicht alles. Morgen findet ein Workshop statt, ausschließlich für Aktivistinnen und Aktivisten aus der Flüchtlingsszene, mit einer Begegnung aus USA. Es geht um Empowerment, um Strategien der Vernetzung, um Strategien der Stimmenbildung. Also wie können sich aktivistische Geflüchtete sich miteinander vernetzen und Wege und Möglichkeiten finden, sich hörbar zu machen und auch Möglichkeiten zu finden, sich in die Politik einzumischen, mediale Kanäle zu erschließen und an Ressourcen ranzukommen, die ihnen ansonsten verschlossen bleiben. Das ist so das Programm für morgen. Der öffentliche Teil endet heute Nachmittag. So, ich darf an dieser Stelle mit zwei Schriftstellerinnen, mit Autorinnen den Tag beginnen. Die erste, die lesen wird, ist Yasmin Mirey. Yasmin ist syrische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin. Yasmin kam vor kurzem aus Los Angeles nach Berlin. Sie war dort in der Künstlerinnenresidenz Villa Aurora und arbeitet im Moment mit Sascha Walz and Guests. Das ist ein künstlerisches Programm. Und sie ist eine sehr bekannte Aktivistin in der syrischen Diaspora und hat aber auch in Syrien selbst sehr viel gearbeitet, viel gemacht, auch viel gelitten. Sie ist die Chefredakteurin der des Frauenmagazins Saidat Suria. Sie ist Gründungsmitglied der Syrian Women's Lobby, Mitglied der Civic and Democratic Action Society und Associate Director der Campaign Against Childhood Marriage. Heute ist sie hier und sie wird aus einem Text, den sie neu frisch geschrieben hat, vorlesen. Welcome, Yasmin. Good morning, ladies and gentlemen, and thanks a lot for Heinrich Böll for the invitation. I'm going to read three separate and related text at the same times, and it has the title of The Survivor. September 1990. We assembled at the school playground. For the first time, I find myself on my own between so many children and with many scary thoughts about this teacher or that teacher. Are they going to beat us on the first school day like they did with other pupils before? The school bell rings is our sign to stand in side by side lines. Back then, I didn't know what it meant to say the slogan out loud. I was standing trying to hold my cap and neck scarf in place while a teacher stood on the highest step of the stairs and started teaching the pupils a conversation that will be recited daily throughout their school years. Attention, he asks us to stand, and our hands, each hand is on the shoulder of the student who is standing in front of us. And we say, Tala'a, and it means vanguards. Then he says, your hands down. And we say, Arabism. He says, stand easy. And again, we say Tala'a. And he says, attention. And we say Ba'ath, which is the name of the party which controls Syria. We never knew how to describe this daily parade or how to describe our practice of it every morning when we were children aged between 7 and 12. The teacher then starts to recite the slogan, One Arab Nation, and we answer with immortal message. He says, our goals, and we answer, unity, freedom, and socialism. He says, our leader forever,
And we answer, the honored Hafiz al-Assad. Then he says, my tali'i comrade, be prepared to build the unified social Arab society and defend it. And we say, always ready. He says, stand easy. And we say, tala'i. When we went to classroom, the picture of the father leader back then, who later became the immortal leader, was hanged on top of the blackboard. It was in every classroom with a uniform picture frame. It was also in the principal's room, and because it becomes a part of our realization, we start to notice it everywhere, on car windows, in shops, in houses, and on streets as well. It embodied a situation of begging for acceptance and peaceful living that Syrians were living inside and outside their houses and workplaces. Every day in class, we had to learn that everything in our lives was a grant by Hafiz al-Assad and his corrective movement. The light and heating in classroom, the paved roads, the village's only bakery, which I used to go to every morning and stand in line to buy bread for the family. Everything, we had to feel indebted to him and submissive. Everything we had in our lives came as a grant from him. So it becomes a given that he's an eternal, generous, and wise leader. The not-so-immortal leader died, and his son came alone as president. So we just replaced the name and replaced the photo and kept on saying out loud, our leader forever is the Honorable Bashar al-Assad. Homs, 2006. It was a third year, I was a third year student in university, living with a relative of my mother's. She was a childless old lady who had a beautiful and strong voice despite her age of 76. In the popular religious neighborhoods of my city, women celebrated any happy occasion by having a special ceremony called Mulid. It was the first time I attended such an event during which female relatives and friends gathered in the house of the person throwing the party, and several women who sang professionally came to sing and play the daf, or mazhar, it's a type of tambourine. The songs, however, were limited to religious ones praising God and Prophet Muhammad. This allows them to party without breaking religious rules. My mother's relative was one of the professional singers. She suggested that I accompany her because I played the daf very well. Today, I realized that this work was actually my first as a freelancer. I started going with her to every ceremony she was invited to. I was charmed by the Darwish rituals. I would sing out loud and weep because I felt an angelic and prophetic presence around. The verses were a mixture of women's dreams and fantasies in a world that forced them to seek legitimated breathing space. In the old neighborhoods of Homs, and while we were on our way to work, I used to hide my daf in a big bag. I was a literature student scanning Arabic novels for a short love scene, which was the maximum forbidden knowledge we could find back then. Sometimes I would be daydreaming about some of these scenes, and when the Haji, the old lady I was working with, asked me why I was absent-minded, I always found it difficult to give an answer. I wanted to tell her that there are other worlds which were much more spacious than the one we were living in.
We arrive at the house the ceremony will be held in, and whether it was a poor or rich house, we will always take central stage, regardless if it was small or grand, overlit or poorly lit. On the table placed in front of us are bottles filled with rose water or lemon blossom water, and sometimes bags of salt, to be blessed with the Holy Quran verses and prophetic prayers recited during the evening. The Hajji would then start to recite Quran with many mistakes. She was illiterate, and she had memorized most of it without really understanding that what it mean. No woman would volunteer to correct her. Of course, for all that mattered was the good intention. Every time I attended, I heard the legendary story of the birth of Prophet Muhammad, the light that was born in Hijaz and lit the palaces of Damascus. We used to sing the prophetic praises and then feel so exhilarated that we felt we were flying to another world. The woman who arrived clad, in long clothes and gloves, took them all off to reveal their short dresses and perfumes and dance on the rhythm of the deaf. In their dance, some of them may forgot all about Muhammad and his prophecy. I didn't know back then that I had to be sorry for them and for myself as well. I used to be jealous of them and envious of others. Then I would wait for my payment, which covered my travel expenses to college. Following the ceremony, a woman would come to the Hajji and ask her for ruqya, which is reading of verses to expel evil eye. She asked that for her 17-year-old daughter-in-law, who is being married for 4 months and still hadn't pregnant. We were living in deep sadness and unfair darkness, and addressing unknown powers was a sedative for pains we never knew how to describe or to talk about. It was pure coincidence that made me leave all these rituals behind without ever going back to ask about any of these women. Sometimes being different is so tempting, so we like to keep it to ourselves. However, these memories always confuse me. I don't know whether to blame my people for accepting to live on sedative for so long, or to think that ignorance is sometimes a luxury, which we realize only when we start acquire knowledge. May 2012. We had no idea that it would be the last time we enter our house, following 3 nights of shelling that forced us to seek shelter in a relative's house. The siege was getting worse and the shelling barely stopped. We had to decide quickly what we were going to take from our house. My 96-year-old grandfather was looking around. I was wondering what memories he was recalling and what he was going to take with him after all these years when he found himself forced to flee. My 70-year-old father hid his face from us. He wanted us to know that his decision to flee was final. My mother and I tried to come up with excuses to stay a little longer in the house. We kept saying we forgot important things that we can't live without. It was very difficult to reduce the entire house to 2 or 3 small bags. My mother was looking at the walls. She built them stone by stone with my father. She recalled the labor pains that hit her when my brother, her first child, was born.
while she was working happily with my father to complete fence of the small house. She looked at the flower pots which she planted with utmost care after gathering seedlings from her relatives and neighbors. Flowers never lose their memory. How could she? In this eastern room, she gave birth to all of us. In the same room, she and my father made love, although she knew we hadn't fallen asleep yet. But geography always lets the poor down. My mother wasn't able to pack the colored ribbons she used to tie my hair, except in her memory. We couldn't carry our family albums, as everything will be searched by the checkpoint, and if they saw the pictures, they would realize that we're leaving indefinitely. We left behind our childhood pictures and the pictures of the relatives we only knew through those pictures. We left a lot of things that we loved. I left behind my book collection, which I spent a long time collecting. I only took a book by John Cohen, which called The Poetic Structure of Language. I was hoping that changing our place of residency will not stop me from pursuing my master's in linguistics. It was a good idea, or possibly a stupid one, to cross the checkpoint with a book. I've seen pictures of our house after it burnt down. This picture appears in my passport every time I stand in passport check at airports. The officer seems hesitate to stamp my passport. Perhaps he's afraid that if he lets me in, I would cause in his country to burn. I try to make him understand that I don't know how I survived. I am not really sure I want to enter any country. I survived random and extensive shelling, jail, border guards, the coldness of tents, and the possibility of drowning between the Turkish and Greek shores. I'm lucky that I'm standing here waiting for his decision whether or not to stamp my passport following a flight and not a rubber boat ride. I'm afraid that if I go back to my country, my children will assemble to recite "Our leader forever is Bashar al-Assad," or "Our leader forever is Sayyidina Muhammad." I'm afraid to be stuck with women reciting prophetic prices to escape from pain and to tell my plight to gods now that I know they are deaf. I'm afraid to look at the faces of those who died in my country when they ask me, "How come we died while you survived?" Wir setzen gleich fort mit Rasha Hayat. Thank you very much, Yasmin. Ja, von Syrien zurück nach Deutschland. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch. Das wird Rasha Hayat, die Autorin, "Weil wir längst woanders sind." Das ist ihr neuester Roman. Wird sie vorstellen. Rasha Hayat ist in Dortmund geboren. Die zweite, die auf der Konferenz ist, die in Dortmund geboren ist, und wuchs in Jeddah in Saudi-Arabien auf. Jeddah war für mich eine Station auf meiner Flucht nach Deutschland. Sie hat Literaturwissenschaften, Germanistik und Philosophie studiert und arbeitet und lebt in Hamburg als Autorin, Übersetzerin und Lektorin. Ich freue mich auf deinen Roman.
Können wir, ja, super. Guten Morgen. Hören Sie mich? Klappt das so? Super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mein Buch hier vorstellen darf. Ich sage nur ganz kurz ein bisschen was zur Geschichte und dann lese ich einfach was vor und dann schauen wir, wie wir über den Text in den Dialog kommen. Es ist ein Buch, es ist jetzt vor 3 Monaten erschienen und es geht um ein Geschwisterpaar, die eine sogenannte Bindestrich-Identität haben. Das Wort habe ich jetzt selber erst gelernt, als ich mit diesem Roman unterwegs war. Und zwar haben sie einen arabischen Vater und eine deutsche Mutter. Sie sind in Saudi-Arabien groß geworden und im Grundschulalter mit den Eltern nach Deutschland, in die Heimat der Mutter zusammen und versuchen beide seither ein bisschen ihr Leben zu begreifen, ihre Position im Leben ein bisschen auszuleuchten, zu schauen, wie geht es Ihnen mit dieser Bindestrich-Identität, was macht das mit Ihnen, welchen Einfluss hat das, wenn es überhaupt einen hat. Und die beiden Figuren sind für mich Repräsentanten von verschiedenen Strategien, wie man mit Bikulturalität, die man in sich trägt, umgehen kann, weil ich der Meinung bin, dass das Sehnsüchte, Fragen, Ängste, Wünsche in Menschen generiert, die sehr individuell sind und die ganz verschiedene Dinge mit jemandem machen. Und im Erwachsenenalter ist es dann so, dass Basil und Laila, das ist der Name, das sind die Namen der beiden Protagonisten, die sich sehr eng miteinander verbunden fühlen. Sie leben auch gemeinsam in einer WG auf St. Pauli und plötzlich bricht Laila aus dieser sehr symbiotischen Verbindung aus, entschließt sich, ihren Job zu schmeißen nach einer gescheiterten Liebesbeziehung und geht erstmal auf Reisen. Und nach 1,5 Jahren kommt sie dann bei der Familie in Saudi-Arabien wieder an, die, bei der sie aufgewachsen ist und konfrontiert dann ihre in Deutschland gebliebene Restfamilie mit der Entscheidung, dass sie dort bleiben möchte, weil sie sich jetzt dort zu Hause fühlt und dort heiraten möchte. Und das Buch erzählt als Geschichte, die Geschichte von Basil, wie er dorthin reist, um an der Hochzeit seiner Schwester teilzunehmen. Und ich glaube, es ist aus, oder? Nee. Er möchte gerne an der Hochzeit seiner Schwester teilnehmen und die Gedanken, die ihn dabei begleiten, die Fragen, die er hat, weil er es auch nicht versteht und gleichzeitig aber sich konfrontiert sieht mit sehr vielen eigenen Erinnerungen, die dieses Thema betreffen, was seine Schwester jetzt schon für sich beantwortet hat. Und ich lese Ihnen eine lange und 2 kurze Passagen vor. Die erste ist relativ selbsterklärend, das ist das erste Kapitel, das heißt Schnee und beschreibt, wie die Geschwister, als sie gerade in Deutschland angekommen sind, das erste Mal Schnee erleben. Eines Tages ist er einfach da, über Nacht, ganz leise und unbemerkt. Er liegt dort, als wäre es nie anders gewesen, völlig selbstverständlich. Ich ziehe die Gardine im Wohnzimmer auf, wie jeden Morgen, und da steht es fest, so einfach, eine Tatsache. Wir hatten noch nie echten Schnee gesehen. Schnee kannten wir bisher nur aus Kinderbüchern oder von den deutschen Fernsehsendungen, die unsere Großeltern uns auf VHS-Kassetten aufgenommen und in großen Paketen nach Hause geschickt hatten, zusammen mit Lebkuchen zu Weihnachten oder Schokoladenhasen zu Ostern. Und von Bildern kannten wir ihnen den Schnee. Von Kinderfotos meiner Mutter, wo Barbara, eingehüllt in einen roten Skianzug, auf einem hölzernen Schlitten sitzt und sich von ihrem Bruder über einen Weg oder eine Wiese eine weiße Decke ziehen lässt. Und nun liegt er da auf unserem Balkon, in den Blumenkästen mit den abgeschnittenen Rosen und auf den seit Monaten unbenutzten Plastikstühlen. Ich stehe und starre, eine Hand noch an der Gardinenschnur, im Schlafanzug mit nackten Füßen und kann es nicht glauben. Der Himmel ist in dichtes Grau verkleidet und die Wolken hängen so tief, dass ich fürchte, sie könnten jeden Moment an der bunten Windmühle hängen bleiben, die Laila im Sommer in einen der Blumenkästen gesteckt hat. Eine pechschwarze Amsel sitzt am Rand des Blumenkastens und pickt suchend in dem eingeschneiten Rosenstrauch. Hinter mir höre ich, wie Laila mit leisen, tapsenden Schritten ins Zimmer kommt. Sie bleibt ganz dicht neben mir stehen, barfuß und im Nachthemd. In der rechten Hand hält sie ihren Stoffhasen, für den sie eigentlich schon zu alt ist, der aber seit einigen Monaten wieder mit ihr in ihrem Bett schläft. Ihre linke Hand greift nach meiner rechten und umklammert sie ganz fest. Sie schaut hoch zu mir, als suchte sie nach einer Vergewisserung.
Ich lasse die Gardinenschnur los und öffne die Tür. Zusammen treten wir auf den bestäubten Balkon. Die Luft ist kalt und es riecht nach Regen und Abgasen. Vorsichtig treten wir auf. Unsere Füße drücken die dünne Schicht nieder und reißen kleine Löcher in die weiße Decke. Ich zucke zusammen unter der feuchten Kälte an den Füßen und bücke mich, um auch mit der Hand zu fühlen, ob sich das feine Puder tatsächlich unter unseren Berührungen auflöst. Lailas Arme und Beine sind von einer Gänsehaut überzogen, sie zittert ganz leicht. Der Schnee gibt auf den sanften Druck meiner Handflächen sofort nach. Zwei- oder dreimal spreize ich alle 10 Finger und ziehe sie wieder zusammen, schiebe kleine Schneehäufchen zur Seite und verteile sie auf dem Boden, bis meine Hände in einer kleinen Pfütze liegen. Ich richte mich auf, schüttle die nassen Finger aus und lege Laila den Arm um die Schulter. Sie hat ihren Hasen sorgsam auf dem Wohnzimmerboden abgelegt und zerreibt nun bedächtig eine Handvoll Schnee zwischen den Fingern. Schließlich ist auch davon nur noch Wasser übrig und sie wischt ihre kleinen Hände erleichtert an dem rosafarbenen Nachthemd ab. Unter unserem Balkon fegt jemand den Bordstein und auf dem Supermarktparkplatz wischt eine Frau mit einem Stück Pappe die Windschutzscheibe ihres Autos frei. »Kann man es essen?«, flüstert Laila fast nur für sich. »Baronja Räubertochter, lutschen Sie auch Schnee? Basil, lass uns den Schnee probieren.« Sie schaut mich mit ihren großen schwarzen Augen an. Ihre Locken sind noch ungekämmt und sie sieht selbst ein bisschen aus wie eine Räubertochter. Ich nehme etwas Schnee von der Lehne des Plastikstuhls und gebe Laila die Hälfte in den Mund. Vorsichtig lecken wir erst ein bisschen an unseren Schneekugeln und stecken sie uns dann hastig in den Mund, schnell und hektisch, rein damit wie eine Pille oder einen Schluck Hustensaft. Laila verzieht ihr Gesicht, ich kaue langsam und höre es knirschen zwischen meinen Zähnen. Der Schnee schmeckt nach nichts und an Lailas Blick sehe ich, dass sie ein wenig enttäuscht ist, genau wie ich, auch wenn wir beide nicht wissen, was wir vielleicht erwartet haben. Hinter uns in der Wohnung höre ich die Tür zum Badezimmer zufallen. Kurz darauf wird die Dusche aufgedreht, schnell schiebe ich Laila zurück ins Wohnzimmer und schließe die Balkontür. Später in der Woche nehmen uns meine Großeltern mit in den Stadtpark. Der Teich dort sei zugefroren, sagt meine Oma, wir könnten mit den anderen Kindern in der Schule Schlittschuh laufen. Mein Opa hat zwei Paar Kinderschlittschuhe eingepackt und meine Großmutter Kakao in einer blauen Thermosflasche und eine Tüte belegter Brötchen. Mein Großvater parkt seinen roten Wagen an der Straße in einer langen Reihe anderer Autos. Eltern und Großeltern strömen in den Park, die Kinder lachen und werfen Schneebälle, viele tragen ihre Schlittschuhe zusammengebunden über der Schulter. Laila zupft an ihrer roten Wollmütze, die zu klein ist für den dichten Lockenkopf und immer wieder zu Boden fällt. Meine Großmutter nimmt ihre Mütze ab, dreht die Locken zu einem Knoten ein und zieht Laila die Mütze wieder auf, bis sie knapp über den Augen sitzt. Meine Schwester schaut mich fragend an. Ich zucke nur mit den Schultern. Auf meiner Mütze, die meine Oma mir zusammen mit einem türkisfarbenen Fleecepulli vor ein paar Tagen mitgebracht hat, ist das Wappen eines Fußballvereins aufgestickt, den ich nicht kenne. Ich steige aus dem Auto, in jeder Hand einen Schlittschuh und schaue den anderen Kindern hinterher. Es hat den ganzen Vormittag geschneit. Neben dem Eingang zum Park baut eine Gruppe kleiner Mädchen einen Schneemann. Auf der Wiese am Teich entdecke ich Stefan und Patrick aus meiner Klasse. Auch sie haben Schlittschuhe dabei, schwarze, glänzende und Hockeyschläger. Sie treten aufs Eis und fahren sofort los, gleiten, verfolgen sich, schneiden enge Kurven um ein paar Mädchen aus der Parallelklasse und schlagen Schneebälle mit den Schlägern über die glitzernde Fläche. Als sie in unsere Richtung schauen, blicke ich auf den Boden, schiebe einen kleinen Schneeberg mit den Stiefelspitzen zusammen. »Na los, Kinder, wollt ihr nicht auch mitmachen?«, fragt meine Großmutter, kniet sich vor Laila hin und beginnt ihr den Schlittschuh anzuziehen. Meine Großmutter trägt nie Hosen. Sie trägt Kleider, meist mit Blumen oder Streifen, auch heute unter ihrem braunen Wollmantel und ihre hautfarbene Strumpfhose saugt sich mit Schneewasser voll. An den Knien zeichnet sich schnell ein Fleck ab, wie kleine Flüsse, kleine Adern, wandert das Wasser über den Unterschenkel und bis in den Pelzbesatz ihrer Stiefel. »Ich kann das doch gar nicht«, sagt Laila leise und zieht langsam ihren rechten Fuß weg. »Ach, da ist doch nichts dabei«, sagt meine Oma. »Ihr lauft einfach los, so wie die Kinder aus der ersten Klasse. Das klappt schon. Schau mal, was die für einen Spaß haben.«
Zögerlich hält Lala ihr den Fuß wieder hin und lässt sich den Eisstiefel schnüren. Meine Schlittschuhe sind am Spann zu eng und das Auftreten auf der weißen Wiese tut weh. Na also, nun seht ihr aus wie die anderen Kinder. Basil, nimm deine Schwester mit, lauft mal los. Wir bleiben hier stehen. Keine Angst, los, los, macht schon. Lala vergräbt ihre Hand in meinem Fäustling und wir starksen gemeinsam auf das Eis. Sie rutscht sofort aus, reißt mich mit zu Boden, ihr Schlittschuh verfängt sich in ihrem Anorak. Meine Knie zittern von der Kälte und vor Schreck. Vorsichtig hangle ich mich an den Baumstamm wieder hoch und helfe Lala aufzustehen. Mit weit ausgestreckten Armen und unglücklichem Gesicht macht sie 3 Trippelschritte auf das Eis. Um uns herum fliegen Schneebälle und ein kleiner roter Dackel rennt so dicht an mir vorbei, dass ich ihn beinahe getreten hätte. Er trägt einen Stock im Maul und wirft mir einen vorwurfsvollen Blick zu. Lala rührt sich keinen Zentimeter und schaut mir zu, wie ich mich langsam auf sie zubewege. Unter mir knackt das Eis und die Kufen bleiben immer wieder an den kleinen Löchern oder Furchen hängen. Auch der Hund lässt mich nicht aus den Augen und geht nun langsam neben mir her. Komm schon, du schaffst das, scheint er sagen zu wollen. Ich kann's ja auch und ich kann dabei sogar Stöckchen tragen. Ich atme tief durch. Die Luft ist kalt und brennt in der Lunge. Mit zusammengekniffenen Lippen versuche ich, die Gleitbewegungen der anderen Kinder nachzuahmen. Oberkörper nach vorne, Arme leicht zur Seite. Der Hund steht nur neben Lila und die beiden sehen mir erwartungsvoll zu. Ach Kinder, nun stellt euch doch nicht so an, höre ich mein Opa von hinten rufen. Mutti, komm, wir zeigen den beiden mal, wie die Profis das machen. Meine Großmutter kommt nicht mehr dazu zu protestieren. Opa packt sie an der Hand, zieht sie aufs Eis, umfasst ihre Taille mit seinem rechten Arm und gleitet in einen Tanzschritt. Jetzt mach doch keinen Quatsch, sagt meine Oma und lacht dabei. Es kommt nicht oft vor, dass sie lacht. Zusammen bewegen sich die beiden immer weiter auf die Eisfläche. Sie tragen keine Schlittschuhe, nur ihre Winterstiefel und mein Opa wiegt sich und hüpft und singt dazu. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Um sie herum versammeln sich nun immer mehr Leute, klatschen und lachen. Mein Großvater gleitet schneller und schneller und dreht meine Oma mit sich, Drehung um Drehung, leichte Schritte, noch eine Strophe. Der Dackel mit dem Stöckchen hat die Aufregung gewittert, seinen Wachposten neben Lila verlassen und springt nun um meine tanzenden Großeltern herum. Meine Oma wirft den Kopf in den Nacken, die dunkle Dauerwelle wippt im Takt. Auf den Knien sind noch immer die Wasserflecken zu sehen. Lila nimmt mich bei der Hand und lächelt. Lila nimmt mich bei der Hand und lächelt. Mit der anderen Hand zieht sie sich die Mütze wieder vom Kopf und wirft sie aufs Eis. Sie schüttelt ihre Locken aus, genau wie unsere tanzende Großmutter, summt leise die Melodie mit, wippt im Takt. Die tückischen Schlittschuhe an ihren Füßen hat sie offenbar vergessen. Als wir später zurück zum Auto gehen, beginnt es zu schneien. Das grautrübe Licht verwolkt sich immer mehr und die surrenden Laternen im Park scheinen ihr sandiges Gelb in die Flocken. Stefan und Patrick haben mich nun doch gesehen und kommen kurz zu uns herübergelaufen. Hey, nächstes Mal musst du mit uns Hockey spielen. Mein Vater hat noch Schläger in der Garage. Ich nicke und verabschiede mich hastig, meine Schlittschuhe in der Hand. Lila geht einige Meter vor mir, an der Hand meiner Großmutter. Mein Großvater singt noch immer den Refrain von Rosamunde, als er den Wagen aufschließt. Lila schaut in den Himmel, öffnet den Mund und versucht mit der Zunge ein paar Schneeflocken zu fangen. Ich fahre ihr durch die dunklen Haare, die nun weiß gepunktet und schneedurchzogen sind. Komm, steig schnell ein, nicht dass du dich noch erkältest, sage ich, und sie krabbelt auf die Rückbank. Auf der Fahrt legt sie ihren feuchten Kopf an meine Schulter. Basil, meinst du, wir fahren bald nach Hause? Dankeschön. Ich frage mich gerade, ob wir zeitlich noch so, ob ich noch was lesen oder ob wir schon mit dem Gespräch anfangen sollen oder ob ich noch eine kurze Stelle lesen soll. Ja, dann mache ich das gern. Ich würde Ihnen jetzt noch 2 kurze Stellen hintereinander weg vorlesen, ohne das jetzt groß zu kommentieren. Und zwar sind das eine kurze Stelle aus der Jetztzeit,
aus der aktuellen Geschichte gewissermaßen, wie Basil in Jeddah angekommen ist und von seinem Onkel mit zum Freitagsgebet genommen wird und er das erste Mal seit 20 Jahren wieder dieser Situation ausgesetzt ist, dass er da in dieser Kultur mit diesen Menschen, mit der Sprache konfrontiert ist und nicht so richtig weiß, wie er sich verhalten soll. Und die zweite Stelle, die dann direkt im Anschluss kommt, geht um die Einschulung der Geschwister in Deutschland. Das ist also dann wieder eine Rückblende. Das sind zwei kurze Stellen. Die Männer um mich herum, auch Omar, senken die Köpfe und falten die Hände über den Bäuchen. Sie murmeln leise vor sich hin. Einige zählen die Perlen an ihren Gebetsketten ab. Dann setzt die Bewegung ein. Mechanisch beugen sich die Männer und richten sich wieder auf, verbeugen sich erneut, knien sich hin und stehen wieder auf. Koordinierte Abläufe, einige ruhige, altbekannte Choreografien, die ich wie ferngesteuert mitmache. Verbeugen, aufrichten, verbeugen, knien, aufstehen, immer wieder. Was sie dabei murmeln, was ich dabei beten sollte, habe ich vergessen. Ich muss es einmal gewusst haben, denn ich erinnere mich, dass sie es uns in der Schule damals beigebracht haben, dass unser Vater die Verse mit uns übte und wie stolz wir waren, als wir sie fehlerfrei aufsagen konnten. Daran, dass er selbst gebetet hätte nach unserem Umzug nach Deutschland, kann ich mich nicht erinnern. Und ich frage mich, wann er wohl mit dieser Routine gebrochen hat. Ich konzentriere mich auf das Kommando des Imams, Allahu Akbar, woraufhin sich die Betenden immer wieder aufrichten. Den letzten Teil des Gebets, das weiß ich, absolviert man im Sitzen. Man kniet, wiegt den Oberkörper hin und her, ganz leicht nur. Ich schließe die Augen, wie einige Männer um mich herum, tue es ihnen nach, bewege meine Lippen, muss etwas murmeln, aber mir fehlt noch der korrekte Text. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar, höre ich mich flüstern. Es ist das Erste, was mir einfällt. Ich musste die Verse in der 7. Klasse auswendig lernen. Ich weiß noch, meine Großmutter hatte in unserer Küche gestanden und gebügelt. Leila hatte am Tisch gesessen und Hausaufgaben gemacht. Ich hatte mein Lesebuch vor der Nase und murmelte vor mich hin. Meine Oma konnte aus dem Stegreif alle 7 Strophen fehlerfrei aufsagen. Dabei bügelte sie meine Hosen und Lailas Kleider und Barbaras Blusen. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold? Der Imam beginnt seine Predigt und ich habe einen Kloß im Hals, weil ich meine Großmutter plötzlich schrecklich vermisse, obwohl sie schon seit Jahren tot ist. Aber vielleicht ist es auch wegen Laila und ihrer fixen Idee, hier sein zu wollen, um jeden Preis, auch um den Preis dessen, was wir immer miteinander hatten. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel, sage ich, dann verschwindet der Rest des Gedichts. Da schaffst du einfach Tatsachen, Laila. Einfach so, denke ich. Manchmal muss man sich einfach entscheiden, was man will und was nicht, hatte sie gesagt, damals noch in Hamburg. Und ich hatte gesagt, klar muss man das, was sonst. Aber damals hätte ich es nie für möglich gehalten, dass sie all das hier gemeint haben könnte. Gemächlich erheben sich die Männer um mich herum, andere bleiben noch sitzen, unterhalten sich und in stilles Gebet versunken. Handys werden wieder angestellt und das Piepsen beginnt. Basil, ja Achi, du hast ganz schön versunken ausgesehen, sagt Omar. Bist du eingeschlafen oder hast du tatsächlich gebetet? Von beidem etwas, sage ich und versuche zu lächeln. Jetzt sind wir wieder zurück in der Vergangenheit. Zur Einschulung. Frau Körner stellte uns viele Fragen, ob wir dieses oder jenes könnten, rechnen, lesen, wie viele Buchstaben des Alphabets Laila schon kannte, was sie beleidigt mit »Meinst du auf Englisch oder Arabisch oder Deutsch?« beantwortete und ob wir mit dem Fahrrad zur Schule kommen würden oder mit dem Bus. Sie gab meiner Mutter eine Liste mit Dingen mit, die sie besorgen sollte, Wasserfarbkasten für Laila, Hefte und Bücher für mich, und sprach besonders laut mit meinem Vater, als sei er taub. Laila, das weiß ich noch ganz genau, hatte an meinem Sweatshirt gezupft und mir zugeflüstert, Basil, gehen wir jetzt hier zur Schule? Sie hatte mich angeschaut, als wollte sie sagen, aber ich will doch auch nächstes Jahr wieder die Urkunde haben und der Direktorin die Hand geben. Das musste alles ein Missverständnis sein, ein Versehen oder zumindest nur eine Übergangsgeschichte.
Es gab ja keinen Grund, nicht nach Hause zu fahren. Immerhin waren da ja all unsere Sachen. Wir verabschiedeten uns von Frau Körner. An der Hand meines Vaters schaute Leila noch einmal über die Schulter zurück zu der strengen Direktorin und fragte, Mama, müssen wir jetzt hier zur Schule? Barbara schwieg einen Moment und sah dann meinen Vater an. Der nickte ihr nur zu. Mein Schatz, ist das nicht schön, dass Basil und du jetzt gemeinsam in dieselbe Schule kommt? Ihr könnt jeden Morgen mit dem Fahrrad fahren. Wir kamen beide in die kleine Heinrich-Heine-Grundschule, Leila in die zweite, ich in die vierte Klasse, obwohl ich eigentlich in die fünfte gekommen wäre. Mit meinen Zeugnissen von zu Hause wollte mich das Gymnasium aber nicht aufnehmen. Meine deutsche Rechtschreibung sei zu schlecht, ich würde das Niveau der Klasse nicht schaffen, hatte Frau Körner gesagt und die Realschule empfohlen. Ich weiß noch, wie aufgebracht unser Vater nach dem Gespräch war. Aber Barbara hatte ihn beruhigt und gesagt, dass das gar nicht schlimm sei und ich hätte ja Zeit und sollte einfach eine Klasse wiederholen, dann würde das schon klappen. Ich verstand das alles nicht. Zu Hause gab es keine Grund- oder weiterführende Schule, sondern nur eine und ich hätte mit meinen Freunden aus dem Kindergarten später noch mein Abitur gemacht. Ich weiß nur, dass ich mich aus irgendeinem Grund schämte und dass ich ganz lange Heinrich Heine für einen Menschen gehalten habe, der wütend auf mich ist. Am ersten Schultag stellte mich die Lehrerin vor die Klasse und sagte, das ist Basil, er ist aus einem ganz weit entfernten Land zu uns gekommen und geht jetzt mit euch in eine Klasse. Ihr werdet ihm bestimmt alles zeigen und erklären. Die Kinder schien es nicht besonders zu interessieren, dass ich aus einem ganz weit entfernten Land kam. Ich weiß noch, dass ich die Arme verschränkt hatte, als müsste ich mich schützen vor ihren verschlafenen und blinden Blicken. Basil, willst du einen Stein? Fragte mich ein Junge aus der ersten Reihe und hielt mir einen braunen Sandstein hin. Seine laute, rauchige Stimme erschreckte mich, genau wie sein Angebot. Ein seltsames Begrüßungsritual vielleicht. Nee, ich habe selbst schon ganz viele, sagte ich und wusste selbst nicht, warum. Ich sammelte schon lange keine Steine mehr. Leila hatte eine ganze Schachtel voll, Kiesel vom Strand, kleine Marmorsplitter aus dem Hof von meinem Onkel. Ich schlug die erste Freundschaftsgeste aus in der fremden Klasse vor den fremden Kindern. Der Übergang war nahtlos und wortlos. Wir besuchten die neue deutsche Schule und keiner sprach mehr darüber, ob wir bald nach Hause zurückfahren würden. Mein Vater setzte sich jeden Morgen ins Auto zur Uni. Leila und ich gingen zur Schule und stellten uns in den Pausen abseits von den anderen Kindern hin. Leila ließ meine Hand die ganze Zeit über nicht los und ich war froh, dass hier Mädchen und Jungs nicht getrennt wurden. Wir schauten uns die anderen Kinder an, wie sehr sie sich von uns zu Hause unterschieden. Die Schuhe. Die Mädchen trugen dieselben wie die Jungs und meist auch dieselbe Kleidung. Jeans und Sweatshirt. Blau und rot und lila. Gestreift oder mit irgendwelchen Motiven. Kaum eins der Mädchen hatte Ohrringe, so wie meine Cousinen zu Hause oder Leila. Und auch wir bekamen nun Sweatshirt und Jeans. Leilas weiße Lackschuhe waren irgendwann einfach verschwunden. Vielleicht hatte Barbara auch gedacht, dass es besser so war, dass man ihre Tochter damit nur gehänselt hätte. Ich weiß es nicht. Aber diese neue Kleidung bedeutete für uns vor allem eines. Unser Recht auf Fremdheit war vorbei. Wir sahen aus wie die anderen Kinder und sprachen wie sie. Dank unserer Mutter und der deutschen Großeltern hatten wir beide keinen Akzent, niemand hörte uns mehr unsere Herkunft an. Und die Dinge, für die wir unsere alten Wörter hätten verwenden können, waren sowieso verschwunden. Nur manchmal fragte irgendein Mitschüler, was dieses oder jenes bei uns hieße, aber sie fragten das nur, weil sie den Klang der Wörter lustig fanden. Und wir fanden das nicht. Barbara war damals vor allem damit beschäftigt, alles richtig zu machen. Sie richtete die Wohnung ein, kaufte Kleider für uns und sich bei C&A und putzte ununterbrochen die Wohnung. Mir fiel auf, dass ich unsere Mutter vorher nie hatte putzen sehen. Und zu Hause hatte Rosa die meiste Arbeit gemacht. Vielleicht musste Barbara sich deshalb so anstrengen. Vielen Dank. Vielen Dank, Rasha. Thank you very much, Jasmin. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich vorschlagen, statt dass wir ein ausführliches Gespräch machen, dass ich Ihnen auch die Gelegenheit gebe, vielleicht
die eine oder andere Frage an die Autorinnen zu stellen. Bis sie sich vorbereiten und überlegen, stelle ich noch eine Frage. Jasmin und Rasha, this directs to both of you. You have been telling us an aspect of your childhood in your story, which gives an insight of the daily life in school, but also outside the school, because the political life, you know, it goes not only in the public space, but into the private life as well. So when you hear Rasha's story, what do you think about children's life in Syria and comparing to what Rasha told? Although Rasha has been also talking about a specific perspective of children living in transcultural spaces. Okay. Just to make it here for everybody. So, you know what, Mikonen, when I was listening to what Rasha was reading about her childhood, I think all of the Arabic countries are controlled by a kind of system, even if it's political, as in Syria, or maybe religious in Saudi Arabia and other countries. And actually, these kind of regimes and systems affected our lives as children directly, and we grow up without even sometimes being able to think about other choices, except when we change our world by moving. So I think Rasha started realizing that life is different once she arrived in Germany, and for me also, since we started moving inside Syria, because even inside Syria we have different communities, so we were not able to recognize the difference without moving. I think we're dealing with two completely different perspectives here, and also two different. Also. Jetzt doch, okay, alles klar. Sorry. So I think we're dealing with two very different perspectives, also with two very different types of texts, because mine is a novel, and it is the story of two siblings who are not me and my brother, and which don't necessarily reflect my experience. Although I completely agree, what we experience as children influences us and makes us see the world in a particular way, and you can never get rid of that type of thinking, no matter where you go or what you do or what you experience further along the way. So I believe, and this is probably where our stories connect in some way, is that my siblings in this, well, my characters in this novel, they have a particular experience growing up in Saudi Arabia as children. They are not really necessarily had to deal with the political systems. They just grow up with the family, they go to school, they have like a really nice life, and they feel at home. And then from one day to another, they are not there anymore, and they have to deal with this transition and with being lost and trying to understand what is happening. And I think this is probably where the stories relate to each other, and the kind of trying to find strategies to cope with what you lose and what kind of longing and dreams you leave behind, and where you can maybe find them again, or if you ever can find them again. And I was while you were reading, I was trying to think about what I would like to ask you, and I think this is probably something that would relate also to the stories, because in my story, the main character, Leila, she goes back to Saudi Arabia as a grown-up woman to get married there, because she feels like she never really arrived here in Germany, and she can't really relate, despite for having a job and even a relationship, and her brother, and everything is nice. And what do you think, especially with your story, which is completely different because you had to leave, or your characters have to leave because of a political situation. So do you think that, is there anything you feel like can happen to you or your characters? I don't know if you work as a novelist with this text, to feel at home again, or do you think this is completely out of reach now for you?
Yeah. Actually, it's out of reach at some points because moving to other places, sometimes when you move as a family, I think it's easier. I didn't try it. But when you find yourself also forced to choose, it's not our choice in the Syrian situation. So here's the difficulty when you feel that, okay, there are some kind of social systems, even political new systems, and also the language sometimes is a very important obstacle that facing Syrian people, as an example. So yeah, at a lot of cases and situations, I don't feel home, and I feel that we have to fight again as adult people to say that, okay, we are here, we have something to do, and we are able to do it. Before giving other opportunity, I just want to ask one issue related to the gender perspective. You were politically active and you are still politically active. Are the consequences of political activism as a woman in Syria a different experience in your perspective? And my question, meine Frage an Rasha, das Ankommen, das ist das auch nochmal in Bezug auf To have Yasmin, we can still. Yes. What would be the question? Sorry. Du thematisierst ja die Frage von Ankommen. Hat es nochmal in Bezug auf Geschlecht eine andere Aspekt, eine andere Erfahrung, eine andere Perspektive? Also, first Yasmin and then Rasha. Okay, so if we talk about political activism inside Syria, the consequences are the same for the two gender, because like even women and men will be jailed, and a lot of women are jailed till now because of their political activism by the regime. Also in the other areas, because everybody's saying, okay, but you don't have only the Syrian regime, you have the radical groups. So it's also the same. A lot of women faced many problems with the radical Islamic state. When we leave Syria, it's also the same because we have to face the life as men. We have to find job. We have to struggle to stay. But I only want to mention one thing, that women inside Syria were used by the regime as a weapon. So, like the sexual weapon was used all the time since 2012 till now. So this is the only difference, that we were used in this war as women. So in regard to the question if gender has anything to do with the question of arrival, right? In my story, I don't think so. It's basically a coincidence that I have two characters, a man and a woman, who have different ways of dealing with their biculturalism. So I think you're probably trying to get to the point that why does this woman go back to Saudi Arabia, which is like the worst country in the world. I believe that when I try to write this story, I try to understand what she was thinking and what she was feeling and why she was doing it. And that was my job as a writer, to try and understand her. And I came to the conclusion that what we were discussing earlier, that when you grow up in a certain place, you generate a certain type of personality. And when you're in a completely different place, and what you just said, that you can never ever feel at home again, especially when as a child you leave a place and you don't have any say in it because you leave with your parents and you can't say, I want to stay because I'm 10 years old. So Laila is someone who always misses something. She misses something which is not to be replaced by anything she has here in Germany, no matter if it's the freer country, no matter if she has a job or a relationship or all the freedoms in the world. And then she goes to travel. She travels all kinds of Arabic countries and then has the idea to go and visit her family. And there something suddenly falls into place, because there are all these people who love her and who take her back as if she has never been away, and she feels at home. So for me, it's not even a question where this feeling is related to as regard to a country. If you feel that you have a place to stay
then you should stay there, and everything else will just kind of be dealt with. So that was the idea behind the story. Okay, thank you so much. Es gibt zwei Wortmeldungen. Sie hier, ja, zeigen Sie Ihre Hand. Ja, genau. Danke. I can speak English if you prefer, but ja, es wird übersetzt. Sie müssen nicht. Oh, gut. Dann mache ich es auch Deutsch. Ich würde gerne anknüpfen, weil wir in Berlin ja sehr viele binationale Familien haben, an ihren Erfahrungen aber die anderen mit einbeziehen. Nämlich wie Sie das im Nachhinein sehen. Als Kind, Sie haben eine Szene geschrieben, wo das Kind in der Schule nicht gefragt wurde, wie ist denn das gewesen als Fremder oder so. Keiner interessiert sich eigentlich groß dafür. Wie Sie das sehen, sollte zum Beispiel wir in der Mehrheitsgesellschaft mehr fragen oder einfach Kinder so behandeln wie alle anderen, eher so die Normalität des Hierseins betonen. Ich meine, alle Kinder sind sowieso unterschiedlich und ob die Eltern oder sie selber migriert sind, das ist auch immer noch unterschiedlich. Aber das wäre meine Frage an Sie, wie Sie das sehen, was so Sie fordern oder wünschen an Behandlung. Und an Sie vielleicht die Frage, ob Sie glauben, dass die Studenten, also wie Sie dann gekommen sind, nicht, dass vielleicht auch, Sie haben ja geschildert, wie das war mit der Synagoge, mit der Moschee oder mit dem Beten, ob Sie das vielleicht auch als Befreiung empfinden, nicht in diesem Befragen, wie es in der Schule war, immer Assad und der Wunderbare und so weiter, agieren zu müssen. Ob Sie das neben dem Heimweh vielleicht auch als Liberation, also als wirklich Befreiung empfunden haben, eben nicht mehr so in diesem Schuldrill okay. zu sein. Vielen Dank. Okay, wir sammeln. Ne? Eva und dann Felix. Erst antworten. Ja, Eva Christoph, ich habe mich sehr gefreut über beide Texte, aber ich empfinde einen wahnsinnigen Abstand zeitlich, inhaltlich zwischen beiden Texten, und das liegt daran, dass ich einmal Jasmin erlebt habe im Radialsystem und ihre Text mir sehr nahe geht, bezogen auf die vielen syrischen Flüchtlinge, die jetzt hier sind, und die schwierige Situation, wie es weitergeht mit Syrien. Das andere ist, ich habe im Flüchtlingsheim selber erlebt, wie so ungefähr 100 Kinder und 800 Flüchtlinge das erste Mal Schnee in Deutschland erlebt haben, und das war eine Situation ohne Großmütter und ohne Großväter und eine Situation, wo keiner in ihrer Familie Deutsch gesprochen hat und wo die alle natürlich auch nie Bücher oder Geschichten vom Schnee vorbekommen haben. Es war aber eine sehr lustvolle und eine sehr aufregende, spannende Situation für die meisten, aber auch schon wieder nah an Gewalt, weil einige dann solche Schneebälle geschmissen haben, dass so die kleineren syrischen Kinder geweint haben. Also ich empfinde Ihre Situation als sehr privilegiert, also im Vergleich zu dem, was ich jetzt die letzten Monate beobachten konnte an Menschen, die jetzt hier zu leben versuchen. Jasmin würde ich gerne fragen, hast du Wünsche, deinen Text auch in Flüchtlingsheimen vorzulesen oder in syrischen Communities, die sich jetzt eventuell langsam in Berlin oder in Deutschland bilden, jenseits der Notunterkünfte? Und, oder ich würde es natürlich toll finden, dein Text würde jetzt in Deutschhefte eingehen. Ne? In Hefte, deinen Text finde ich wunderbar über diese Kindheitsszene, wenn der sozusagen als Text auf Deutsch und Arabisch in Hefte zum Deutschlernen eingehen würde. Was hast du da für Wünsche? Ja, vielen Dank, Rasha Kayat. Ich habe eine Frage an Sie. Sie haben in einem Zeit-Online-Artikel mal gesagt im April, dass Sie sich von der Umwelt eher annektiert als integriert fühlen. Das würde mich interessieren, was Sie damit meinen, weil in dem Artikel das nicht näher erläutert wurde. Okay, vielen Dank. Ihr konkludiert, ihr greift es auf und dann schließen wir dann ab. Thank you. Okay. Sollen wir einfach mit anfangen? Okay. Zu Ihnen. Sie hatten gefragt, was ich mir vorstellen kann, wie es vielleicht, also ob man den Kindern mehr Fragen stellt. Es ist natürlich jetzt so,
Und damit kann ich auch gleich eigentlich bei Ihnen irgendwie sein. Es ist ein Roman, ne? Es ist halt, und es geht auch nicht um Flüchtlingskinder. Also das ist mir ja auch ganz wichtig. Und deswegen natürlich unterscheiden sich die Situationen. Und das ist eine Geschichte und so. Und da ist jetzt, es gibt keinen Krieg und keine Flüchtlinge. Es ist eine ganz andere Geschichte. Also die Texte unterscheiden sich fundamental. Und ich würde auch Ihnen zustimmen zu sagen, es ist wahnsinnig individuell. Natürlich muss man ein Kind, ich komme jetzt aus Hamburg, was auf St. Pauli geboren ist, aber zufällig einen brasilianischen Vater hat, nicht fragen, ja, wie ist das denn in Brasilien? Also das würde ich jetzt auch für Quatsch halten. In der Situation war es ja nun einfach so, das Kind kommt neu in die Schule und wird schon so hingestellt, der kommt aus einem weit entfernten Land. Und da würde ich mir schon, oder ich persönlich, als wir damals nach Deutschland gekommen sind, ich hätte mir gewünscht, dass die Leute mehr gefragt hätten, dass man nicht einfach angenommen wird und so, ach ja, das ist ja jetzt auch egal, wo du eigentlich herkommst und die Worte werden einfach nur als Scherz und als Witz benutzt und man fühlt sich immer ein bisschen als Maskottchen für irgendwas und also man sollte sich ernst genommen fühlen in seiner Herkunft. Das glaube ich ist wichtig und da glaube ich ist es wahnsinnig wichtig, dass man Fragen stellt, dass man fragt, wie geht's dir? Ist alles okay? Fühlst du dich zu Hause? Hast du Heimweh? Oder erzähl doch mal von deiner Familie zu Hause oder so. Aber das gilt für Leute, die neu ankommen, nicht für hier geborene Kinder aus so. Ist das eine ungefähre Antwort auf die Frage? Okay. Wir müssen abschließen. Und mit dem annektiert und integriert, ich mache jetzt einfach einen Abwasch hier. Das war natürlich so ein bisschen überspitzt formuliert und hat im Grunde genommen mit dieser Antwort auch zu tun, halt zu sagen, dass man weg bin. Ich muss kurz nachdenken. Dass man, gerade wenn man aus so einem etwas problembehafteten Bereich der Welt stammt, wie Saudi-Arabien, immer als Kind gesagt bekommt, ach, das ist doch total super, dass ihr jetzt hier seid, wie schön. Und man dann denkt, ja, finde ich ja gar nicht so. Also ich kann jetzt Deutsch und klar, ist okay, aber ich vermisse auch was und dir wird was weggenommen von der Umwelt und dir wird suggeriert, dass das, was du hinter dir gelassen hast, auch gut ist, hinter dir gelassen zu haben. Und dass dadurch, dass du die Sprache kannst und dich den sozialen Regeln einigermaßen fügen kannst, wirst du sofort auf diese Seite gezerrt. Weißt du, was ich meine? Dass die andere Hälfte dann einfach so versandet und verschwindet. Und das meinte ich, glaube ich, damals damit. Okay, das waren die Antworten auf meine Fragen. Vielen Dank. Yes, ma'am. Okay, so actually I wanted to say two things. The first is when we tell stories about our life before, even about our childhood or life in school, it's not to say that we are less than the others, as it's to introduce the societies that we were living in. Once we arrive to Germany, even people who arrive here as families, then they have children who are born here, or the people who arrive and they are adults, our problems shift into social problems, even if it's political before of any kind of problems. It shifts into social problems because it's about our traditions, our behaviors that we are used to do in our countries. Even we sometimes hate it and don't like to do it in our countries, but when we move, we feel that we miss it. And we need to be in people that at some points we had the feeling that we are not able to continue with them anymore. The point here is to know which is usual and which is not. For us, there are a lot of things that Germans do and behave. It's so strange for us, and we know that at the same time, they have the same also perspectives about us. The other thing that I also wanted to say that here we feel that we are discovering ourselves again, and it's so difficult to be balancing between what we want to be after all of these years. As an example, now I am 33, and what we were used to live like.
About the text, thank you so much for your notices. I find it a lot to think about maybe publishing the text into school books. What I want again to say that I'm trying to give an idea about the Syrian society, not all the Syrian society, but for sure this kind of experiences give an idea about the life of the majority of Syrian people during 40 or 44 years ago. Thank you very much. Thank you. Vielen Dank, Rasha. Thank you so thank much, you for Jasmin. Thank you. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben wir haben das Programm etwas überspannt, überzogen. Jetzt fangen die Workshops an. Wir haben etwas Zeit von den Workshops jetzt gestohlen. Haben etwas später angefangen, aber glaube ich, war trotzdem das Gespräch sehr interessant. Wir werden jetzt etwa 90 Minuten pro Workshop haben und alle Workshops sind ausgeschildert. Es macht an dieser Stelle keinen Sinn, jetzt die Räume zu beschreiben, aber alle sind beschildert und ich wünsche Ihnen eine gute, anregende und spannende Diskussion. Und vielen Dank.